Wir stehen jetzt hier im wunderschönen Innenhof vom Joseph Dumont Berufskolleg und ich habe Silvia Löhrmann neben mir. Hallo Silvia. Hallo, grüß dich Wiebke. Und natürlich habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Nämlich etwa, warum ist so eine Veranstaltung wie der Digital Education Day wichtig? Also ein Tag ist wichtig, weil alle Aktiven in dem Themenfeld und Interessierte, die vielleicht neu einsteigen wollen, hier ein Forum haben, sich auszutauschen, sich über neue Entwicklungen zu informieren, sich auch darüber zu informieren, was könnte das denn für mich in meinem Lehreralltag, in der Gestaltung meines Schullebens auch an positiven Veränderungen bringen? Welche neuen Möglichkeiten gibt es? Zum Beispiel bezogen auf Inklusion und Integration. Wo geht die Reise hin jetzt aus Sicht der Landesregierung mit dem neuen Leitbild, was wir verabschiedet haben? Also ich glaube, es gibt ganz, ganz vielfältige Austauschmöglichkeiten und dann sind solche informelleren Kreise etwas niedrigschwelliger vielleicht als formale. Ja, das stimmt. Da kommen wir vielleicht auch dann zu meiner nächsten Frage, nämlich wie du dich selber eigentlich auf einem Laufenden hältst. Also sei es eben über etwa solche Veranstaltungen oder du twitterst ja auch. Was sind so deine Wege, um im digitalen Prozess mitzubekommen, was abläuft? Also da muss ich jetzt natürlich trennen, der formale Weg, der für mich als Ministerin wichtig ist für den Bereich, als Mitglied der Landesregierung. Wir haben uns einfach vorgenommen, diesen Weg Lernen in der digitalen Welt und für die digitale Welt systematisch anzugehen und müssen da eben gucken, dass wir alle Felder, die damit zu tun haben, von der Lehrerausbildung, von der technischen Infrastruktur, von dem geschützten Kommunikationsraum, Stichwort Logineo, dass wir das alles gut und systematisch anlegen. Da bekomme ich dann Rückmeldung dabei. Das ist das, was formal offiziell läuft. Und daneben habe ich mich wirklich angefreundet, auch mit Twitter, weil es eine Möglichkeit bietet, schnell mal eine Nachricht abzusetzen. Das ist nicht der offizielle Kommunikationsweg, muss ich da immer dazu sagen. Und ich kriege natürlich auch, weil ich Followerin bin von den großen Nachrichtenstationen, kriege ich natürlich aktuell dann auch mit, wenn was passiert und kann darauf reagieren. Und da sorgen dann schon Leute bei uns in der Landesgeschäftsstelle dafür, dass ich das Neueste, was angesagt ist, auch mitkriege. Darauf ist man ja immer angewiesen, auf die Trüffelschweine. Ja, absolut. Ist ja auch in Ordnung. Ich muss ja als Ministerin auch nicht alle Details kennen. Ich muss die großen Linien kennen und muss die großen Linien mitbestimmen und muss mich dann informieren lassen. Was können sich denn andere Städte von Köln möglicherweise abgucken? Ja, das eine ist, dass es hier jetzt schon zum wiederholten Mal diesen Tag gibt. Köln ist also früh angefangen damit. Köln ist ja auch in gewisser Weise die Medienhauptstadt des Landes mit vielen Angeboten. Und das ist vorbildlich, dass alle Akteure sagen, wir wollen das gestalten. Wir wollen da an einem Strang ziehen. Das finde ich sehr wichtig. Und auch diesen, wie ich schon gesagt habe, informellen Tag. Aber es gibt eine ganz schöne Sache. Das ist heute der dritte Termin, den ich mitbekomme zum Thema Digitales. Solingen heute Morgen in meiner Heimatstadt gibt es immer so einen Austauschtag für alle Schulleitungen im Netzwerk und die haben auch das Thema Digitales heute auf dem Programm. Und dann habe ich gelesen, dass in Moers ein Tag stattfindet zum Thema digitales Lernen über Twitter und jetzt eben der Tag in Köln. Ich habe dann getwittert, wo gibt es denn noch was im Land zum Thema Digitales? Offensichtlich macht es Schule und das ist gut und es schadet der Stadt Köln ja auch nicht, vielleicht zu gucken, was machen andere Kommunen. Ich weiß, dass zum Beispiel Hilden, eine relativ kleine Kommune, schon einen Medienentwicklungsplan für die gesamte Stadt, für all die Schulen aufgestellt hat. Und es gibt ja noch Nachholbedarf an der einen oder anderen Stelle, was die Infrastruktur angeht. Und da wollen wir als Landesregierung ja auch der Stadt Köln unter die Arme greifen. Es gibt ja momentan auch eine sehr, sehr charmante Verbindung zwischen Hilden und Köln, nämlich die Stadtbibliothek des Jahres 2015 war Köln und 2016 ist es Hilden. Also insofern war das schon eine schöne Verbindung und wir haben uns zum Abschluss der Interviews noch etwas ausgedacht als sozusagen Zeichen für dieses Camp. Es ist ja das vierte Bildungscamp und deswegen würde ich dich bitten, genau, wir machen mal sozusagen das für die zwei vier. Zwei. genau.